das ist schon, das ist richtig tough, richtig, richtig tough. Weil alles ist so groß, alles ist so schwer und natürlich macht man sich das einfach durch viele Übersetzungen, viele Umlenkungen, aber es ist trotzdem ein Knochenjob. Unser Ziel ist dann nächstes Jahr im November bei der Transat Jacques Vabre zu starten. Und das ist ein Doublehand-Rennen von Frankreich nonstop bis nach Amerika über den Atlantik. Und das wird ja sehr anspruchsvoll. Also wir sind schon so die Kids, die jetzt kommen. Ja. Die Kleinen. Mal schauen, also vielleicht können wir ja mitspielen. Auf jeden Fall werden wir mitspielen, weil wir sind jung, frisch, motiviert. Dieses Gefühl, auf dem Boot zu sein, mit dem Wind sich fortzubewegen, ohne dass du halt siehst, weil du diesen Wind siehst, das fand ich so interessant, hat mich so fasziniert als kleiner 9-jähriger Junge. Das einfach hat mich gepackt. Das ist schon heftig manchmal, weil wir auch so viel aufopfern und so viel auf der Strecke lassen für diese Projekte, die wir machen. Zwei Jungs auf dem Weg nach ganz oben. Die Weltmeere segelnd bezwingen. Und das Wichtigste dabei, die Schnellsten zu sein. In die Fußstapfen von Boris Herrmann treten. Der Traum vom Profisegler. Und wir merken schnell, es ist ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und ihr habt keinen, der euch da irgendwie anleitet oder so? Also es ist alles, nee, wir sind ja halt gerade extrem low budget noch unterwegs am Anfang der Kampagne. Ja, es ist alles ganz frisch und wir suchen immer noch nach Partnern und Sponsoren. Und deswegen müssen wir gerade ganz viel alleine machen und konzentrieren uns jetzt halt darauf, irgendwie herauszufinden, wie alle Fäden zusammenlaufen. Eine zu viel von diesen von den Supportleinen. Glaube ich, das ist komisch. Ich mache es mal so, wie ich denke. Oktober 2022 in Benodé, einem französischen Küstenort an der Biskaya. Es herrscht eine angespannte Stimmung. Lennart und Melvin bereiten ihr Schiff darauf vor, das erste Mal rauszufahren. Und wir sind die Ersten, die es anschauen und mitsegeln dürfen. Das Problem ist nicht eigentlich das Alter bei diesen Regatta-Geschichten, sondern das Geld. Und man muss das Geld auftreiben für solche Sachen. Ich bin Melvin, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Bielefeld und ich bin seit den letzten 3 Jahren Vollzeit am Segeln, Regatta-Segeln. Habe letztes Jahr zusammen mit Lennart die Mini-Transat gesegelt, ein Rennen einhand über den Atlantik mit einem nur 6,5 Meter kleinen Boot. Und ja, jetzt bereiten wir gerade ein etwas größeres Boot vor. Weißt du, wie lange der Segelladen auf hat, Lennart? 18 Uhr. Da müssen wir auf jeden Fall vorher hin und da müssen wir auch einen Outhaul kaufen, ne? Deswegen mach dir mal bewusst, wie das da aussehen muss. Ja, moin, ich bin Lennart, 24 Jahre alt und bin ja auch genau wie Melvin sagt, die Mini-Transat gesegelt, das Einhandrennen über den Atlantik und starte jetzt mit Melvin zusammen auf einem neuen Boot, auf einer Class 40. Was wir euch heute lieben gern zeigen und da freuen wir uns riesig drauf. Lennart und Melvin, die Nachwuchsprofi-Offshore-Segler Deutschlands, sind seit ein paar Tagen ein Team, das Next Generation Sailing Team. Und sie wagen zusammen einen riesigen Schritt. Eine niegelnagelneue Rennziege, frisch aus der Werft, soll von den beiden Jungs über die Meere getrieben werden. Ein Monsterprojekt, sportlich und finanziell. Für 2023 benötigen die Jungs 250.000 Euro, um für die Regatten zu trainieren, an ihnen teilzunehmen, für Schiffsreparaturen und Optimierungen. Dabei setzen sie auf Sponsoren, doch bisher haben sie noch keinen, der diese Summe bezahlt. Ja, es ist eine Class 40, die ist 40 Fuß lang, knapp über 12 Meter und hat auch einen Offshore-Racer. Und diesmal segelt man oder möchten wir double-handed und nicht alleine, das heißt zu zweit Regatten segeln. In anderen Sportarten stehen große Vereine und Verbände hinter dem Nachwuchs, um das Talent zu fördern. Doch im Offshore-Segelsport scheint das Talent zweitrangig. An erster Stelle steht die finanzielle Hürde, die du bezwingen musst. Und wenn du das nicht schaffst,
dann schaffst du es nicht bis ganz nach oben. Es geht erst ums Geld und dann ums Talent. Sie wagen den großen Sprung. Beide haben letztes Jahr die Mini-Transat gesegelt. Eine Regatta, die als Absprungbrett in die Profiszene dient. Dabei ist sie nicht weniger anspruchsvoll, sondern die finanzielle Hürde niedriger. Es geht mit 6,50 Meter kleinen Booten alleine über den Atlantik. Eine Wahnsinnsleistung, überhaupt ins Ziel zu kommen. Jetzt steht den beiden ein Mammutprojekt bevor. Und dafür opfern sie so einiges. Manchmal denkt man sich so, ey, es wäre schon schön, wenn man einfach immer an den gleichen Ort zurückkommen könnte. Also wir ändern halt ständig unseren Trainingspunkt. Wir reisen die ganze Zeit durch die Gegend für Regatten und Trainings und irgendwelche Jobs. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Ja. Wenn man dann nach Hause kommt, also Lennart wohnt in Hamburg und ich in Bielefeld, dann hat man da irgendwie seine Base, aber da sind wir irgendwie viel zu selten. Und da wären wir gerne öfter, aber wir machen natürlich auch gerne das andere. Also es wäre irgendwie cool, wenn Hamburg und Bielefeld hier an der Atlantikküste wären. aber das ist einfach nicht so und das muss man so akzeptieren. Wenn richtig raues Wetter ist und das Wasser rüberschießt und man mal kurz eine Minute Pause braucht, dann kann man sich hier hinsetzen. Das ist voll geschützt. Und bist geschützt und das Wasser kann rüberknallen. Wir haben hier die Fenster, eins um die Segel zu gucken und eins um vorauszuschauen. Es ist ein sehr einfaches Leben. Wir kochen hier natürlich nicht so schöne Gerichte wie ihr. Wir essen immer Astronautenessen, also gefriergetrocknete Nahrung. Wird einfach ein bisschen Wasser drüber gekippt, was warm gemacht ist. Also das ist auch unser einziger Kochgegenstand. Wir haben einen kleinen Wasserkocher, den wir überall mit hintragen. Ja. Und das war's. Es ist alles auf Schnelligkeit und Sicherheit ausgelegt. Aus Gewichtsgründen wird die Astronautennahrung direkt aus der Tüte mit einem Löffel gegessen. Der Löffel wird nur kurz abgewischt, ohne Wasser, denn Wasser wiegt zu viel. Danach wird der Löffel auf die Luftseite geräumt. Jedes Gramm zählt. Hier ist gar nichts drin. Das Boot wurde hier sehr, sehr leicht gebaut. Mhm. Das bedeutet, wir haben keine Farbe. Es ist einfach das pure Laminat, was man hier sieht. Ja. Und es ist alles nur darauf ausgelegt, dass wir schnell segeln. Auch der Schlafplatz variiert. Es gibt keine eigene gemütliche Koje, in der man sich kurz ausruhen kann. Geschlafen wird dort, wo das Gewicht gerade benötigt wird. Und eigentlich wird sowieso nicht geschlafen. Es geht in keinster Weise ums menschliche Wohlbefinden. Also nur, um das jetzt nochmal deutlich zu machen, das ist so, wie es jetzt ist, fertig ausgebaut. Also da kommt nichts mehr rein oder so. Okay. Nee, hier kommt gar nichts mehr rein. Okay. Alles bleibt so. Es kommen nur noch so ein bisschen Taschen und so, dass alles sortiert ist. Aber das war's. Ja. Hier ist ganz recht besonders, das Boot hat ganz große Wassertanks, um der Krängung entgegenzuwirken. Die können wir befüllen mit bis zu 750 Liter Wasser. Dann haben wir hier so große Rohre, über das, wenn wir ein Manöver haben, also wenn wir eine Wende fahren, können wir das Wasser rüberlaufen lassen. Und damit haben wir ganz viel Spielraum zu trimmen und sparen uns damit quasi die Crew. Weil auf ganz großen Rennbooten ist es ja ganz oft, dass ganz viele Menschen drauf sind. Ja. Aber wenn wir hier 750 Liter nach Luft pumpen, dann ist es so, wie wenn 10 Mann auf der Kante sitzen würden. Ach, krass. Und alles an Bord, was nichts mit der Gewichtsoptimierung zu tun hat, ist dafür da, um die Sicherheit zu erhöhen. Man versucht halt, alles sehr sicher zu halten. Also man sieht auch hier, man hat super viel Struktur. Also das Boot ist ja, man sieht es, wie so ein Skelett ist es. Das stimmt. Dann hast du da vorne noch die, diese Stangen, die dann nochmal das Deck halten. Die Streben, genau. Und besonders spannend an diesen Booten ist auch noch, dass es quasi so wasserdichte Abteilungen gibt. Wir haben einmal vorne eine ganz große Abteilung, die können wir zumachen, das ist die Crashbox. Ja. Das ist, wenn wir irgendwas unterwegs rammen, dann läuft nicht das Boot direkt voll. Ja. Und das gleiche haben wir hinten auch nochmal, das kann ich euch gleich zeigen. Da können wir auch zwei Türen abwasserdicht zumachen. Ja. Und wenn wir zum Beispiel im Ruderblatt was rammen und irgendwie das Ruderblatt rausreißt aus dem, aus dem Heck, dann können wir auch abschließen und gehen nicht direkt unter. Sehr zentral im Boot und direkt an der Kielstruktur. Also hier ist erstmal der Kiel aufgehangen an zwei Bolzen und auch an einer mächtigen Struktur hinter. Also hier ist voll Laminat, was das alles hält. Mhm. Dann haben wir unsere Elektronik. Also hier haben wir die Batterien rechts und links. Auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche Paar. Und dann haben wir hier die ganze Elektronik offen.
einsehbar, alle Kabel, wie sie zusammenlaufen, und dann kann man, wenn es ein Problem gibt, alles fixen. Und das Boot hat auch zwei komplett unabhängige Systeme, also es kann, es gibt zwei Autopiloten und alles zweimal zwei Windgeber, dass wenn ein System ausfällt, man einfach nur den Schalter umlegen muss und auf den anderen umschalten kann. Weil man zu zweit halt einfach abhängig von den Systemen an Bord ist, wenn man schnell segeln will. Mhm. Natürlich geht das alles irgendwie auch ohne, aber nicht, wenn man so am Limit segeln möchte. Am Limit segeln, das ist das Motto. Und es birgt Gefahren. Melvins Erzählung macht deutlich, dass Schnellsegeln sehr riskant und lebensgefährlich sein kann. Angenommen, das Boot wird den Kiel verlieren, dann könnten wir trotzdem uns hier drin wasserdicht verschanzen. Das ist Anfang des Jahres einem Segler passiert, bei einer Überführung von Südafrika in die Bretagne. Mit seinem Schiff hier? Mit einer Class 40, ja. Ein nagelneues Boot, und der hat wahrscheinlich einen Wal oder so gerammt. Ach krass. Hat den kompletten Kiel verloren und ist dann einmal gecapsized. Und das war gar nicht so witzig. Der wird kurz vor den Azoren dann mit dem Helikopter aus dem Boot gerettet. Aber das Boot ist darauf ausgelegt, also man hat sehr, sehr viel Sicherheitsfeatures an Bord. Wir haben zwei Satellitentelefone, wir haben natürlich Überlebensanzüge, Rettungsinsel und werden auch darauf regelmäßig getestet, ob wir alles haben. Es ist ein unkomfortables Leben. Doch womit wird das alles belohnt? Leute, ihr hört es, der Motor läuft. Das heißt, wir legen jetzt gleich ab. Ich pack's nicht. Es wird auch echt richtig geiles Wetter draußen. Wir haben 6-7 bevor, also mit Hefandelli bleiben wir auf jeden Fall drin. Krasse Atlantikwelle, in den letzten Tagen Sturm, also wir sind übertrieben hyped. Es wird auf jeden Fall einfach nur krass und eine einmalige Erfahrung. Unnormal krass. Ich habe den Knoten auf den unteren gemacht. Vorne sind ja diese Stainless Steel-Ringe. Die Stimmung an Bord immer noch angespannt. Kein Smalltalk mehr, nur noch Befehle. Wir müssen uns zwei Plätze suchen, bei denen wir nicht im Weg sind. Es werden gleich enorme Kräfte wirken, die gefährlich sein können. Ein Segeldesigner ist ebenfalls dabei, denn heute sollen alle Segel einmal gesetzt und überprüft werden. Aber die Verantwortung des 800.000 Euro Schiffes, welches Leonard und Melvin übrigens das ganze Jahr über chartern, liegt bei ihnen. Das Großsegel steht, der Motor kommt aus und das Schiff beschleunigt in Windeseile. Wir rauschen durchs Wasser und der ganze Schiffskörper fängt an zu summen. Er schlägt in die Wellen ein, der Mast erbebt dabei heftig. Ich mache erstmal schön hoch ran. Die Jungs entscheiden sich, zunächst das kleinste Vorsegel zu setzen. Mit diesem Segel ist das Schiff quasi unterbesegelt. Zu langsam. Doch wir sind alles andere als das. We take! We are taking! Okay! Wir gehen rum. Auf! Ja! Hilf ihm mal, geh nach vorne. Open the constrictor for the furler of the J2 in the front. It's a white and gray. White and gray rope, okay? Wollt ihr entspannt, 11 Knoten? So krank, ey. Es läuft alles sehr schnell ab.
Wir können gar nicht folgen, was gerade mit welcher Leine getrimmt wird. An Deck passiert in kurzer Zeit enorm viel und dann habe ich noch im Hinterkopf, was Lennart sagte. Denn auch unter Deck muss am besten gleichzeitig getrimmt werden. Drinnen haben wir natürlich noch ganz viele Segel und wir bringen die Segel immer auf eine Seite, um das Boot auch zu trimmen. Also wir müssen die Segel immer auf die Luftseite bringen. Und bei einer Wende musst du dann zum Beispiel die Segel von einer Seite zur anderen tragen. Das kannst du ja gleich mal versuchen mit einer Wende. Okay. Das ist echt anstrengend. Und dann darf ich das Schiff steuern. Die Pinne fässt sich gut an. Ich habe perfekten Blick auf die Segel. Schiff ist Schiff, denke ich mir irgendwie, aber dann merke ich schnell, dass es sich extrem sensibel steuert. Es ist Millimeterarbeit. Ich bin angespannt und mein beobachtender Blick hängt permanent am Vorsegel. Naja, die müssen mal dran kleben, oder? Ja, ich versuche das rote Wenzel flattert. Wenn eine fette Welle kommt, dann musst du dann das Boot ein Stück runterziehen, dass er nicht ganz so flach aufkommt. Three, two. Du bist in die Runners, ne? Ja. Runner on! Und dann ist es soweit. Nachdem wir drei weitere Vorsegel getestet haben, fängt Melvin an, das nächste Segel, ein Code Zero, zu setzen. Und das Segel hört und hört nicht auf, sich abzurollen. Alles gut? Alles gut? Haben wir einen Backstart, Lennart? Ja. Mit 18 Knoten heizen wir durch die Biskaya. Es wirkt berauschend. Das muss es sein, denke ich mir. Nur ein Eimer als Toilette, tagelange Nässe und Kälte, wenig bis kein Schlaf, Astronautenessen. Dieser Rausch zahlt dir alles zurück. Er legt sich über die ganze Crew und das Schiff fliegt durch den Atlantik. Das Cockpit ist gespült und das Salzwasser fliegt mir um die Ohren. Es ist ein atemberaubendes Gefühl, nichts, was uns stoppen könnte. Wir hatten einen falschen Eindruck vom Offshore-Profi-Segeln. Es sind keine reichen Segler, keine Eliten, keine Vereine, die die Jungs auffangen können, wenn die einzigen Nachwuchs-Offshore-Segler Deutschlands fallen. Lennart und Melvin müssen es schaffen. Viel zu viel ist schon investiert. Und wir sind uns sicher, sie werden es. Denk mal, wir gehen bis hier. Das Segeln könnte im Vergleich zu unserem Segeln, wie wir es kennen, als Reisemittel unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem sind wir alle Abenteurer, Abenteurerinnen. Denn eins verbindet: die Liebe zur See. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family, so they gon' pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pee-up. I had to re-up on a rear, so you stay defeated. And put it back into the bit cause I don't really need it.
I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got a message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I had to...